so da für der Fabi, wie er mich gebraucht hätte. Das ist auch völlig egal. Ich glaube, man versteht, was ich meine. Was heißt das? Back to the roots. So, ihr habt jetzt eine Zeit lang nichts mehr von uns gehört. Ich denke, das hat vor allem den Grund gehabt, dass ich jetzt durchgestartet bin und in meinem Berufsleben angekommen bin. Ich arbeite jetzt gerade Vollzeit in der Kita und muss mich da erstmal einfinden. Ja. Aber es hat auch noch einen anderen Grund. Ja. Also natürlich ein spannender Schritt, wenn man dann tatsächlich von der Ausbildung ins Berufsleben startet. Wir haben uns aber auch in den 4 Wochen Gedanken drüber gemacht, was wollen wir zwei als Vater-Sohn-Podcast euch eigentlich rüberbringen? Also was ist unser Thema? Ja. Und wir haben jetzt schon einiges erzählt. Ihr wisst ein paar grobe Dinge, was bei uns in der Familie passiert ist. Aber wie kommt man quasi aus solchen schweren Erfahrungen in was Lebenswertes? Also in was Positives und nachher ein gutes Leben oder ein besseres Leben hat. Das ist mehr oder weniger unsere Grundmessage. Genau. Die wir jetzt auch so nochmal ganz klar rausgestellt haben. Wir haben uns jetzt viele Gedanken darüber gemacht, wie es jetzt in nächster Zeit weitergehen soll, welche Themen wir ansprechen möchten. Und haben jetzt einfach vor, mit mehr Struktur auch einfach in die tiefen Ebenen reinzugehen und da einfach offen mit euch drüber zu reden. Genau. Also uns ist es wichtig, dass ihr einfach aus unseren Geschichten oder was wir daraus gemacht haben, auch was rausziehen könnt für euch. Ja. Es geht ja nicht jetzt um unsere Geschichten selber, sondern einfach vielen geht es ähnlich, haben ähnliche Themen. Und es ist, glaube ich, ganz gut, dass man darüber spricht, weil wir haben ja auch gesagt, da wo wir die Idee bekommen haben zu dem Podcast, so wirklich geredet wird eigentlich zu solchen Themen fast nie. Ja. Und das ist ein bisschen unser Content, genau. Deswegen freuen wir uns auf Januar. Da geht's weiter. Wird's ein bisschen anders, aber ihr dürft euch drauf freuen. Wird gespannt sein. Genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Ja. Feiert schön, lasst euch gut gehen mit euren Lieben zusammen und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und wir sehen uns dann im Januar. Im Januar. Jawohl. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.